Thank you.
Ich sage die Frage, ich sage hier oben,
dass eine solche Bürgerfrage, die in diese Richtung geht, die Stadt Stuttgart einen Schadenersatz künftig macht, glaubt es diesen Vertrag, ich habe den Fall dieses Mal erwartet, diesmal kann ich vorlesen. Da möchte ich wissen, wo jetzt nach Ihrer Auffassung jede Bürger ihren Platz haben in dieser Bürgerbeteiligung, die sich eben zu den Kritikern oder zu den Kritikern von Stuttgart 21 zählt. Es ist doch schon alles geschlossene Sache. Die zweite Frage ist nicht so, dass nur Schmitten das Beiwerk für eine bereits beschlossene Sache hier abgehalten haben können. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, dass alle Kräfte versuchen, eine direkte Bürgerbeteiligung zu fordern, mit Aussagekraft, mit rechtlich bindendem Machtwerk und nicht mit Scheinmachtwerk. Und alles andere, glaube ich, fällt unter den Tisch. Dankeschön. Seit nach Juni, also die Seite fragt jetzt nach hier oben, welche Bürgerbeteiligung ist. Aber es geht ja weiter, wir sind ja dann irgendwann 2010. Also grundsätzlich, das, was ich vorher gesagt habe, ist natürlich nachher auch nicht so klar. Da habe ich gesagt, dass wir eine offene Bürgerbeteiligung bedeutet, ich sage Ihnen in dieser Deutlichkeit nochmal, keine beliebige Bürgerbeteiligung. Dann haben Sie nicht das Recht zu sagen, es interessiert die Wohlwollenden nicht, die Ihnen alle. Das fand ich für Ihnen eine Einweisung, wo Ihnen nicht so viel Pflicht zu sagen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, die Spielregeln für diese Bürgerbeteiligung sind festgelegt. Und daran habe ich mich auch zu halten. Zwei Sätze. Erstens, die Bürger sind souverän. Zweitens, Herr Eschle, haben kennen Sie den Ausspruch einer berühmten kommunalen Politikerin, die einmal zur Bürgerbeteiligung gesagt hat, Bürgerbeteiligung ist immer die Beteiligung der Andersdenkenden. Demokratie heißt, dass die Menschen hier selbst bestimmen, fordern und können, dass die Bürger. Und ich finde es gut, wenn Sie auch entsprechend Fragen abstimmen. Es gehört zur Demokratie und nicht sagen, so machen wir es, wie Sie denken. Das ist nicht würdig für dieses Haus. Sie haben sich auf dieses Verfahren eingelassen. Und ich bitte Sie in Zukunft zu dieser Grundlage zu sprechen. Und jetzt wäre ich für Folgendes. Wir machen eine kurze Pause und machen dann ein Schluss. Nein! Sagen Sie. Aber wir alle sind Lernende. Ich hoffe, dass alle, die sich engagieren, auch viel davon persönlich lernen und davon persönlich so weit profitieren. Von dem romantischen Titel trägt Stuttgart 21, ausgelöst durch die Notwendigkeit, den Stuttgarter Bahnhof von einem Sackbahnhof zu einem Durchgangsbahnhof umzugestalten. Die Zukunft des Gebäudes, des Hauptbahnhofes, des Monatsbaus, der uns allen vertraut ist und den wir auch alle schätzen, ein denkmalgeschütztes Gebäude, und das soll auch so bleiben. Welche ökologischen Fragestellungen verbinden sich mit diesen 100 Hektar? Wie wird sich der Park weiter gestalten, der ja vor rund 100 Jahren mit dieser großen Schneise durch die damaligen Parkanlagen reduziert wurde und vor allem auch abgeschnitten wurde, heute ja gar nicht mehr vernetzt und verflochten ist in unserer Stadt? Der Gemeinderat, die Bürger sollen sich ernst nehmen, das sollen auch alles, sollen sie alles tun, dass ein Bürgerentscheid in einem beschränkten Maße von der Stuttgart 21
Wir machen hier keine repräsentative Befragung darüber, ob Stuttgart 21 gewollt wird oder nicht. Meine Frage ist nun, angesichts des Umstandes, dass jeder beteiligte Bürger die möglicherweise in die Richtung geht, dass man sagt, man will dieses Projekt gar nicht, oder man will beispielsweise die B-günstige Bandierungslösung, oder man will beispielsweise arbeiten auf der Grundlage des Modells des Architekturforums, dass eine solche Bürgerbeteiligung, die in diese Richtung geht, die Stadt Stuttgart einen Schadenersatzpflicht macht, laut diesem Vertrag, ich habe den Fall nicht mal erhalten, diesmal kann ich vorlesen. Da möchte ich wissen, wo jetzt nach Ihrer Auffassung jene Bürger ihren Platz haben in dieser Bürgerbeteiligung, die sich eben zu den Gegnern oder zu den Kritikern von Stuttgart 21 zählen. Es ist doch schon alles beschlossene Sache. Die zweite Frage ist nicht so, dass nur Schmitten das Beiwerk für eine bereits beschlossene Sache hier abgehalten werden soll. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, dass alle Kräfte versuchen, eine direkte Bürgerbeteiligung zu fördern, mit Aussagekraft, mit rechtlich bindendem Machtwerk und nicht mit Scheinmachtwerk. Und alles andere, glaube ich, fällt unter den Tisch. Dankeschön. Seit nach Juni, also seit dem Tag nach hier oben, die Bürgerbund beteiligt, aber es geht ja weiter, wir sind ja seit irgendwann 2000 und 2010. Also grundsätzlich, was ich im Wahlkampf gesagt habe, bildet ihn nachher auch nicht so stark. Da habe ich gesagt, dass wir eine offene Bürgerbeteiligung bedeutet, ich sage Ihnen in dieser Deutschland nochmal keine beliebige Bürgerbeteiligung. Dann haben Sie nicht das Recht zu sagen, das interessiert die Wohlwollenden nicht, die Ihnen alle, das fand ich für Ihnen eine Einweisung, wo Ihnen nicht zuzählt, nicht mehr zu sagen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, die Spielregeln für diese Bürgerbeteiligung sind festgelegt. Und daran habe ich mich auch zu halten. Zwei Sätze. Erstens, die Bürger sind souverän. Zweitens, Herr Eschehagen, kennen Sie den Ausspruch einer berühmten kommunalen Politikerin, die einmal zur Bürgerbeteiligung gesagt hat, Bürgerbeteiligung ist immer die Beteiligung der Andersdenkenden. Demokratie heißt, dass die Menschen hier selbst bestimmen und fordern und können, das sind Bürger. Und ich finde es gut, wenn Sie auch in schriftlichen Fragen abstimmen. Es gehört zur Demokratie und nicht sagen, so machen wir es, wie Sie denken. Das ist nicht würdig für dieses Haus. Sie haben sich auf dieses Verfahren eingelassen. Und ich bitte Sie in Zukunft zu dieser Grundlage zu sprechen. Und jetzt wäre ich für Folgendes. Wir machen eine kurze Pause und machen dann anschließend. Nein! 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 Nein. Nein. Schauen Sie. Schnell einfach. Aber wir alle sind Lernende. Ich hoffe, dass alle, die sich engagieren, auch viel davon persönlich lernen und davon persönlich zum Beispiel profitieren. Besonders romantischen Titel trägt Stuttgart 21, ausgelöst durch die Notwendigkeit, den Stuttgarter Bahnhof von einem Sackbahnhof zu einem Durchgangsbahnhof umzugestalten. Die Zukunft des Gebäudes, des Hauptbahnhofes, des Monatsbaus, der uns allen vertraut ist und den wir auch alle schätzen, ein denkmalgeschütztes Gebäude, und es soll auch so bleiben. Welche ökologischen Fragestellungen verbinden sich mit diesen 100 Hektar? Wie wird sich der Park weiter gestalten, der ja vor 100 Jahren mit dieser großen Schneise durch die damaligen Parkanlagen
reduziert wurde und einfach abgeschnitten wurde, heute ja gar nicht mehr verletzt und verflochten ist in unserer Stadt. Wir sind über den Zuspruch, den diese Auftragsveranstaltung auch bei Ihnen gefunden hat, doch etwas auch überrascht. Die Größe des Gremiums macht es noch nicht möglich, dass wir nun in große Diskussionen hier im Plenum einschalten. Die Grundlage dieser Form der Bürgerbeteiligung ist der Rahmenplan, der Entwurf des Rahmenplans, der von der Stadt Stuttgart erarbeitet worden ist. Das ist die Grundlage. Ich bin die Verwaltung, bin der Gemeinderat. Die Bürgerbeteiligung ist ernst mit, das sollen auch alles positiv, alles tun, dass ein Bürgerentscheid links in einem beschränkten Maßen von der Stuttgart darüber, ob Stuttgart 21 gewollt wird oder nicht. Frau Werbe-Kerbeck, Bürgerin dieser Stadt, und haben nur eine kurze Frage. Ich freue mich auch eine ganz, ganz kurze Antwort. Ja. Gibt es auch einen Arbeitskreis Frauen zu Stuttgart 21? Kurze Antwort ist ja. Meine Frage ist nun, angesichts des Umstandes, dass jeder beteiligende Bürger, die möglicherweise in die Richtung geht, dass man sagt, man will dieses Projekt gar nicht. Oder man will beispielsweise die vielgünstige Bandinenlösung. Oder man will beispielsweise arbeiten auf der Grundlage des Modells des Architekturforums, dass eine solche Bürgerbeteiligung, die in diese Richtung geht, die Stadt Stuttgart einen Schadenersatzpflichtig macht, laut diesem Vertrag. Ich habe mir mal nichts von erwartet, das war keine Vorlesung. Da müssen Sie wissen, wo jetzt nach Ihrer Auffassung jene Bürger ihren Platz haben in dieser Bürgerbeteiligung, die sich eben zu den Gegnern oder zu den Kritikern von Stuttgart 21 zählen. Es ist doch schon alles beschlossene Sache. Die zweite Frage ist nicht so, dass nur Schmitten das Beiwerk für eine bereits beschlossene Sache hier abgehalten werden soll. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, dass alle Kräfte versuchen, eine direkte Bürgerbeteiligung zu fordern, mit Aussagekraft, mit rechtlich bindendem Machtwerk und nicht mit Scheinmachtwerk. Und alles andere, glaube ich, fällt unter den Tisch. Dankeschön. Also grundsätzlich, was ich im Wahlkampf gesagt habe, bin ich nachher auch, das ist klar. Und dann habe ich gesagt, dass wir eine offene Bürgerbeteiligung bedeutet, ich sage Ihnen in dieser deutschen Stadt nochmal, keine beliebige Bürgerbeteiligung. Dann haben Sie nicht das Recht zu sagen, es interessiert die Wohlwollenden nicht, die gehen alle. Das fand ich für Ihnen eine Anweisung, wo Ihnen nicht zufällig ist. Ich sage Ihnen ausdrücklich, die Spielregeln für diese Bürgerbeteiligung sind festgelegt. Und daran habe ich mich auch zu halten. Zwei Sätze. Erstens, die Bürger sind souverän. Zweitens, Herr Eschelhagen, kennen Sie den Ausspruch einer berühmten Kommunalpolitikerin, die einmal zur Bürgerbeteiligung gesagt hat, Bürgerbeteiligung ist immer die Beteiligung der Andersdenkenden. Demokratie heißt, dass die Menschen hier selbst bestimmen, fordern und können, wie sie Bürger. Und ich finde es gut, wenn Sie auch entsprechend Fragen abstimmen. Das gehört zur Demokratie und nicht sagen, so machen wir es, wie Sie denken. Das ist nicht würdig für dieses Haus. Sie haben sich auf dieses Verfahren eingelassen. Und ich bitte Sie in Zukunft zu dieser Grundlage zu sprechen. Und jetzt wäre es für Folgendes. Wir machen eine kurze Pause und machen dann anschließend. Nein! 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 Schauen Sie. Zu schnell einfach. Aber wir alle sind Lernende und ich hoffe, dass alle, die sich engagieren, auch viel davon persönlich lernen und davon persönlich so weit profitieren.
keinen besonders romantischen Titel trägt, Stuttgart 21. Ausgelöst durch die Notwendigkeit, den Stuttgarter Bahnhof von einem Sackbahnhof in seinem Durchgangsbahnhof umzugestalten. Die Zukunft des Gebäudes, des Hauptbahnhofes, des Monatsbaus, der uns allen vertraut ist und den wir auch alle schätzen, ein denkmalgeschütztes Gebäude, und das soll auch so bleiben. Welche ökologischen Fragestellungen verbinden sich mit diesen 100 Hektar? Wie wird sich der Park weiter gestalten, der ja vor rund 100 Jahren mit dieser großen Schneise durch die damaligen Parkanlagen reduziert wurde und vor allem auch abgeschnitten wurde, heute ja gar nicht mehr verletzt und verflochten ist in unserer Stadt? Wir sind über den Zuspruch, den diese Auftragsveranstaltung nun auch bei Ihnen gefunden hat, doch hätten wir es auch überrascht. Die Größe des Gremiums erreicht, macht es nun nicht möglich, dass wir nun in große Diskussionen hier im Plenum einsteigen. Die Grundlage dieser Form der Bürgerbeteiligung ist der Rahmenplan, der Entwurf des Rahmenplans, der von der Stadt Stuttgart erarbeitet worden ist. Das ist die Grundlage. Wenn die Verwaltung will, der Gemeinderat, die Bürgerbeteiligung ernsten, dann können auch alles tun, die alles tun, dass ein Bürgerentscheid mindestens in einem beschränkten Maße auch in der Stuttgart 21 Wir machen hier keine repräsentative Befragung darüber, ob Stuttgart 21 gewollt wird oder nicht. Ich bin Frau Werbe-Kerbeck, Bürgerin dieser Stadt und habe nur eine kurze Frage, ich wollte auch eine ganz, ganz kurze Antwort. Ja. Gibt es auch einen Arbeitskreis Frauen zu Stuttgart 21? Kurze Antwort ist ja. Vielen Dank. Meine Frage ist nun, angesichts des Umstandes, dass jede beteiligende Bürger, die möglicherweise in die Richtung geht, dass man sagt, man will dieses Projekt gar nicht, oder man will beispielsweise die viel günstigere Lösung, oder man will beispielsweise arbeiten auf der Grundlage des Modells des Architekturforums, dass eine solche Bürgerbeteiligung, die in diese Richtung geht, die Stadt Stuttgart eigentlich schadenersatzpflichtig macht, laut diesem Vertrag. Ich habe den Fall nicht mal erhalten. Diesmal kann ich vorlesen. Da möchte ich wissen, wo jetzt nach Ihrer Auffassung jede Bürger ihren Platz haben in dieser Bürgerbeteiligung, die sich eben zu den Gegnern oder zu den Kritikern von Stuttgart 21 zählt. Es ist doch schon alles beschlossene Sache. Die zweite Frage ist es nicht so, dass nur Schmitten das Beiwerk für eine bereits beschlossene Sache hier abgehalten werden soll. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, dass alle Kräfte versuchen, eine direkte Bürgerbeteiligung zu fordern, mit Aussagekraft, mit rechtlich bindendem Machtwerk und nicht mit Scheinmachtwerk. Und alles andere, glaube ich, fällt unter den Tisch. Dankeschön. Seit nach Juni, also seit dem Tag jetzt nach hier oben, die Weiterbildung beteiligt. Aber es geht ja weiter. Wir sind ja irgendwann im 2010. Also grundsätzlich, das, was ich im Wahlkampf gesagt habe, bitte nicht nachher auch, das ist klar. Und da habe ich gesagt, dass wir